Jo, Hohe Mauern von Lothric. Da sind wir gestartet. Zumindest Roman. Ja. Jetzt bin ich hier am Start und du bist ja hier lang gegangen. Richtig. Da wartet aber ein feuerspeiender Drache auf uns und ich habe mir gedacht, ich gehe mal hier nach rechts. Das meinte ich Das auch. ist super, den habe ich gar nicht gesehen. Na, siehst du mal. Mal gucken, was uns hier erwartet. Zumindest Sieht ein ähnlicher Aufbau. ähnlich aus, genau. Knochenhunde. Ach hier, der hat einen Pfeil drin, mehrere Jo. sogar. Ich glaube, diese Keule haut die gut weg. Ja. Oh, Oh, was war apropos das? Pfeile. Von da oben. Hey, da bin ich doch hergekommen. Ja, genau. Er springt das mal runter. Nimm das und das. Wir konnten ihn mal von nahem sehen. Hat da noch Warte. einer geschossen? Warte mal. Aber man hat gar keine Möglichkeit. Doch, hier stand er vielleicht irgendwie. Genau. Hier auf dem Sims. Ha. Aber wir sind jetzt sehr gut ausgerüstet mit unserem Kettenhemdmontur und dem Lederschild. Kein Fallschaden bekommen, sehr gut. Durch die Ach so. Abrolltechnik. Oh, hier Oh, bist du da ist so, geschützt. das ist so ein großer Boy, siehst du das? Ja. Oh, du bist übelst geschützt hinter dem. Ja. Was war denn das? Hast du gesehen? Der hat dem 4 Energie abgezogen bekommen, als er eine Mauer gebissen hat. Ja. Oder weil ich den in den Fuß berührt habe. Was geht denn? Zwei. Oh, ich habe keine Ausdauer. Oh, Oh. verdammt. Das wollte ich vermeiden. Naja. Ja, komm du doch her. Mit einer dicken Axt. Oh, Oh, der der hält hält viel aus. aus. Da Ja. komme ich vielleicht besser von oben. Ja. Könnte man da jetzt auch so einen Dit. Sprungangriff machen Ja, vielleicht? wenn die Ah. günstig stehen. Och. Da. Der Stuhl hindert mich daran. Der Holzdrohnen. Ja, das funktioniert. Er muss aber schon ziemlich drunter stehen. Richtig geil. Sehr geil Aber ich gemacht. habe nur gewusst, dass er ein bisschen mehr strauchelt dadurch. Ja. Oh Oh nein! nein! Ich wusste es. Vorsicht! Oh! So, nimm das. Excellent! Backstab! Guck mal! Oh, runtergefallen! Aber er ist nicht tot, oder? Nee, er Nee, kommt wieder hoch! es ist nicht so tief. Nochmal so ein Ding. Ah, schade. Doch, ja! Getroffen und jetzt Geil! noch aufs Knie. Ja! Aua, mein Knie! Oh, mein knorriges Knie! Ey, das war gut, die hast du wirklich super weggemacht. Hier ist ja noch einer. Die Beta. Die Beta oder Tibeter? Die Beta. Das sind doch Tibeter, oder? Das sind doch die Beta. Wer spricht denn so? Es gibt doch so Leute in Keine Deutschland mit Ahnung. Dialekt, die sagen so, das sind Titoch. Echt? Hm? Nee. Du Ist meinst das nicht nur so ein die bisschen Stieß schwäbelhaft? aus Frankreich. Naja. Ich würde auch niemandem zu nahe treten, das ist klar. Muss man ja nicht. Aber guck mal, Steh auf! wir haben in Thüringen auch einen Dialekt. Ja, Äh, natürlich. das hat letztens hat mir das aus jemand gesagt, da gibt es ja diese Asterix-Hefte, auch in Ja. Thüringisch und Bayerisch und so. Wirklich? Ja, Auch ja. mit so Floskeln und Genau, Redewendungen richtig, und so. genau. Ja, Mai kommt dann bestimmt Genau manchmal. sowas. So ist es. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, das heißt von der anderen Seite. Logischerweise. Uiuiui. Ja. Man ist jetzt aber schon gefühlt ein bisschen langsamer, aber wir sind ja jetzt auch nicht mehr ganz nackend. Ja. Ach, wir sind effektiver Hier sind geworden. viele gestorben. Zäher Feind voraus. Okay, danke. Wer denn? Oh, Vorsicht! Der Ah, schießt! ja. Der ist wohl kaum zäh hier. Na, weiß ja nicht. Wie? Was war denn das Hat er was komisch? gespuckt? Da wollte Nee. sich irgendwas Ja. ausbilden. Gut, dass du ein Blatt gemacht hast. Vielleicht meinte der das und hat ihn Genau. dazu kommen lassen. Ja, richtig. Der ist vielleicht mutiert wie Oh der erste ja, Zwischengegner. das will ich nicht. Nee, nee. Oh, geil, Oh, einen wow. Bogen. Bogen. La 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 la. So, den gucke ich mir Preise die direkt an. Keule. So, Bogen wird meistens. Mache ich auf links. Ja. Statt die Kann man doch gar Schild. nicht benutzen. Wir brauchen noch ein bisschen Ach Geschicklichkeit. hier, 14. Wir haben Gut. 10. Dann hat sich das auch erledigt. Gibt es denn da vielleicht dann auch Bögen, die nicht so viel geschickt? Na gut, für den Bogen muss man schon geschickt Ja, sein. dann so ein bisschen Grundgeschick wollen wir natürlich auch noch Ja. bilden. Geht's bestimmt durch. Ja. Hä? Da hinten geht's auf die Nicht? nächste Mauer. So geht's hier nicht durch. Wahrscheinlich wäre das sehr stabil. Ist guck mal, richtig gebolzt. Ja. Ja, das ist abgestützt, weil wahrscheinlich da irgendwie die Mauer eingestürzt ist. Ja, hier machen sie es. Ja. Aber es ist mir auch sehr
Stimmt. Ich kann ja erstmal nicht hier auch zu. Hä? Nein. Dann muss ich wohl irgendwie bei dem Drachen langrennen, hä? Autsch. Tja. Aber guck mal, 557 Seelen und den Bogen bekommen. Ja. Hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Aber wieso denn zäher Feind? Hier ist doch. Kannst du vielleicht da hinten das X drücken, da in der Ecke? Vielleicht, ja. Ja, genau. Dass hier vielleicht eine Geheimtür aufgeht? Nee. Leider nicht. Schade. Keine Chance. Schade. Ich brauche mal auch hier Feuer, um das abzubrennen. Ja. Aber wir haben keine Fackel. Ich kaufe uns. Und keinen Zauber. Mal. Kann die Fackel auch irgendwie ausgehen oder braucht man nur eine? Weißt also du? Bei Teil 1 brauchte man nur eine. Mhm. Aber bei 2 brauchte man? Bei Teil 2 ging eine Fackel immer irgendwie 10 Minuten oder so. Ach nur? Ich dachte gleich ein paar Stunden. Dann konnte man die immer so kumulativ sammeln und... Mhm. Ja. Ach, warte mal. Du kannst jetzt ja dran gehen nochmal. Wir können auch hier hoch, oder warst du da schon? Wie sind wir da hergekommen? Ja, natürlich. Stimmt, aus dem Raum. Au, gut. Du könntest aber jetzt nochmal in das Feuer gehen, könntest nochmal aufladen, ja, weil ja. Darunter. Sowieso. Ja. Sehr gut. Ab geht die Post. So, erstmal den hier. Irgendwie fühlt sich das auch so an. Also finde ich, jetzt fühlt man sich als Charakter schon ein bisschen stärker, wenn man jetzt mal eine Rüstung hat oder sowas, weißt du? Ja. Ich meine, ich auch. Wenn man jetzt nur als so Lumpensammler rumläuft, fühlt man sich auch nicht so stark. Fühlt man sich auch schwach, ne? Das ja, ist genau. Auch schon so, Kleider machen Leute. Das richtig, ist halt auch so. Genau. Aber jetzt ist der zweite Gegner gar nicht gekommen. Ach, der steht da noch. Weil ich den gar nicht erst hab läuten lassen. Ach, genau. Boah. Und ja, unterschiedliche finnische Menüs. Also quasi so aus dem Sprinten raus angreifen, das ist auch nochmal sehr toll. Er lebt noch, Vorsicht. Oh, was ist mit dem? Mit minimal Energie. Ja, nicht einkreisen dann, das ist gefährlich. Trinken, ja. Nein! Oh, hui. Aber überlebt. Aber kommt überlebt. Jetzt hier runter. Oh, der erste Schreckmoment wieder. Ach, ja, lass mal sie in Ruhe. Hey. Oh, schade. Gut, die anderen erstmal weggebrannt ja. Worden. Die unteren auch? Ne, die oberen erstmal. Ich glaube, die unteren muss er noch wegbrennen. Ach, zum Schießen. Jo, sehr gut jetzt. Nehme die. Oh, den jetzt fast noch mit erwischen. Steht noch in den letzten Klammern drin. Muss aber irgendwo eine Möglichkeit haben, mich. Ich denke, es ist einfach die Zeit. Es ist einfach die Zeit. Der wird vielleicht links Feuerstein und dann rechts Feuerstein. Ich renne jetzt hier durch. Ja, genau. Richtig. Genau. Renne! Sehr gut. Ich glaube, der wird uns mitnehmen. Alter, Riesenflügel. Achtung, eine Kaut, glaube ich. Genau, noch. Ja. Wieder ein paar. Was? Wo kommst du denn her? Ein Ritter. Ach du Scheiße. Ach genau. Start mich doch gleich. Ich will eigentlich von hinten. Ja, ja, ich sehe schon. Jawohl. Jetzt, geil. Dann kann ich das Zeit dann nutzen, um zu trinken. Du bist so schlau. Aber er ist auch schlau. Hält ganz schön dagegen. Aua, aua, aua. Mann! Heftig! Das gibt's doch nicht. So ein schwieriges. Jetzt kommt er angerannt. Mhm. Genau. Na klar. Oh. Genau. Der macht mich rum. Keine Energie mehr. Der macht mich rum! Jesus. Ey, ich wusste nicht, wo der herkam. Nee. Ich weiß auch nicht. Da hinten der an der Treppe, der war ja zu sehen, aber der hier. Steißbeinschweren. Speer. Hm. Drachen entfesseln. Voll krank. Oh. Gut, aber wenn ich jetzt weiß, dass da einer ist, ne? Naja.
Ist denn das so hier, dass die Feinde dann auch irgendwann weniger werden, wenn man nicht? Nein, auf jeden Fall erhalten. Immer. Ja. Egal wie oft man die tötet. Ja. Okay. Weil bei zwei war es doch irgendwie so, wenn man die, weiß ich nicht, 30 Mal tötet. Ja, das galt für so größere Gegner, ja, stimmt, so wie diese Steinsoldaten oder sowas. Ah ja. Auch für so normale Boons hier, für so Mobs. Hm. Nicht. Hm. Ach, doch, Kreis gedrückt halten. Kreis, gut. Hm. War hier noch irgendwas? Ja, eine Folterbank. Eigentlich war es nur ein Würfeltisch. Mann, du Sack. Jo, aber gut. Jawohl, durchgeschlagen. Klops. Nochmal. Einen braucht er noch. Jo. So. Da hinten ist noch einer. Will ja, den müssen wir noch abbauen. Junge, Junge. Kommt doch runter. Wollte ich nur Hallo sagen. Ich lass mich da fallen. Jetzt. Durchgesprengt. Jetzt kannst du immer gut sehen durch diese Verbrennungsaktion. Ja. Eigentlich kann ich jetzt leider nicht blühen. Nee. So. Kommt der aus dem. Da oben kommt er raus, stimmt. Da oben. Ja. Da ist er. Oh, ein Dreifachangriff. Jawohl! Ja. Backstep. Gleich nochmal. Jawohl, so. Schön. Und noch ein Loch. Exzellent. 220 Seelen gehabt, ja. Das ist hoffentlich einer, der jetzt länger tot ist. Ich glaub's nicht. Du bist ja optimistisch. Ja, ja, nee. Dafür war der noch zu. Zu harmlos. Zu normal, ja. Hm. Ja, ganz viele Kühlschreiber. Was bringen die nochmal? Ich denke mal um die Waffe dementsprechend. Ah ja. Aber hier sieht man es, gell? Jetzt werden die schon stärker. Jetzt gibt es schon keinen Gegner mehr ohne Kettenhemd mindestens. Ist das nicht, ey. So, also, hier kann erstmal gucken, das ist ja der Ritter her. Bestimmt wieder verschlossen. Oder von der Seite geöffnet. Nee. Natürlich nicht. Schade. Überall, wo ich rein will, geht's nicht, außer hier. Ja. Werden wir hereingelockt. Links ist einer. Ja, ja, das sieht übel aus. Da ist auch ein Gegenstand. Oh, du bist der Assassin. Ja. Aber auch nur, weil er eine Kapuze aufhat. Ja. Denkt da, er wär's. Der Altair von Dark Souls. Und da ist man ja auch hier immer über so schmale Balken gelaufen. Wie schwarz wir jetzt im Gesicht sind, ja. Ey. Das ganze Blut unserer Feinde. Vielleicht hat uns auch der Drache ein bisschen angebrochen. Kleine Hitzewelle. Ja. Ist auch nicht zu vermeiden bei so einem Feuerstoß. Nee. So, wenn es Treppen gibt, benutze ich die auch immer ganz gerne. Da ist wieder einer. Im Schatten verborgen. Mhm. Und er hat einen Dolch. Ja. Das spricht für oh, da noch einer. Oh. Das! Und das! Und das auch! Sprich mit der Keule! Alles vermetzeln! Erstmal komplett einmal im Kreis rollen im Raum. Boah, treten geht auf! Jawohl. Guck mal, das sind unkaputtbare Tische. Ja. Schade. Die sind aus Superholz. Superholz! Schlitz von Superman oder was? Ja. Oder so ein super Schreiner. Die sind mit Kryptonit getränkt. Oh! Ja, nein! Noch so ein Ritter. Hm. Dann erstmal hier hingucken. Ja. Links. Rechts. Ein Gegenstand. Noch eine Seele. Oh, ich bin aufgeregt. Ja, man weiß immer nicht, was laut ist in der nächsten. Ja, ja, genau. Aha. Der ist schon der nächste. Bam! 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 Wieder so ein veränderter Drache. Ja. Hallo. Oh. Junge,
Junge, wo kommt der denn her? Aber noch ein. Oh, der hat den geschubst. Dadurch ist der aufgewacht. Hat der keinen Kopf mehr? Guck mal. Oh, der Trabe. Ist das nicht? Ach nee, ja, doch, der ist hier ist nur. Ach, da ist der Kopf, genau. Ja, der da sieht richtig tot aus. Blutende Wunde. Da hinten beten schon wieder welche. Mhm. Ist ja verrückt. Sehr religiös. Ey, wach auf. Hilf uns lieber. Wenn ich hier mit meiner großen getrockneten Salami ankomme. Wow. Ja. Einer steht auf. Wie? Guck mal. Gott, nein. Oh, der holt die alle. Fuck. Oh. Hä, ich hatte keine Chance, wegzurollen. Nee. Das ist der gleiche, also so ähnlich wie der Zwischenboss ist der mutiert. Auch so eine große Hand. Oh, fies. Oh, Mann. Mann, ich hatte so viele Seelen. Hast du den Gegenstand geholt? Der da lag. Der da lag? Ja, ja. Nee. Ach so, schade. Ich jetzt keine Ach doch, Chance. Wir müssen ja wegen den Seelen eh wieder hin. Ja. Okay, alles gut. Mit was kann man eigentlich die Gegenstände reparieren? Na, durch Feuer. Ach stimmt, ja, ich hab. Ja, ja, genau, habe ich schon wieder durchgeschnallt. So, jetzt Achtung. Ah, ja. Jetzt hat er es mit zweimal. Ja, es ist ja auch nicht immer derselbe Schlag, je nachdem, ja. Wie man auch trifft. Ja. Oder ob man vielleicht. Guck mal, treten, kann ja. Man den auch schön aus der Abwehr locken. Ja. Oder auf jeden Fall, dass er nicht mehr. Oh, keine Ausnahme mehr. Gut. Zack. Runtergeslidet. Mann, nimm mal diese Feuerkacke hier. Kommt halt, dann sorg aber auch dafür. Was denn du hier für Aktionen? Ja, soll ich sprühen, wollte ich schon sagen. Sprühen. Speien. Spei dir ein. Oh, darum rutscht wieder einer runter. Au, oh, ja. Wir brennen! Doch feuerfest, dann kennt ihr das. Eigentlich. Machen alle. Er hat's verdient. Das macht der Drache. Ach so. Hoffst du. Ja, jetzt schießt er. Und. Ey, nee. Steht genau da, wo er sich halt genau an der Grenze. Macht echt clever. Dann muss er durch unsere Salami stecken. Oh! So ein Hundehund. Hey, da wurde doch übelst erwischt. Nein, der hat auch ein Kettenhemd. Nimm das. Ich muss zurück. Er hat so leere Augen. So leer wie unsere. Meinst du, der ist wirklich noch da, der Schnabelhelm? Na, hoffentlich. Nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, der war nicht gut genug. Da ist tatsächlich. Er. Tatsächlich. Oh. Am Anfang kommt das mal der dreifache Angriff. Diesmal war ich aber leider nicht. Nee. Oh, er schlägt aber auch. Ich glaube, wenn du den Schild. Oh, Hilfe! Genau, mach einfach mal beidhändig. Wenn du den Schild abkriegst, bist du wahrscheinlich auch so gestaggert. Ja. Da. Was ist das? Ich habe auch gerade keine Chance, mich zu heilen. Ja, ja. Jetzt die Treppe hoch. Oder runter. Oder ja, nicht in die Ecke. Oh, nicht in die Ecke. Oh. Nein, ich komme auch nicht mehr. Doch, das war aber gut. Jetzt? Nee. Jawohl. Geil, du hast ihn getreten. Ja, ich habe ihn gebrochen. Erbrochen. Oh. Ach, cool! Schild. Naja, jetzt das ist bestimmt schwer. Das ist wahrscheinlich sein Schild, den er eben hatte. Kann man noch nicht mal tragen, wow. Weil es noch Stärke fehlt. 18. Aber er macht endlich mal 100% Abwehr. Wie sieht man das nochmal? Ach, da physisch 100%, genau. Also ja. Da nehmen wir endlich mal keinen Schaden mehr. Sehr gut. Aber, Dingsbums kriegt man trotzdem abgezogen, oder? Ja, Ausdauer. Klar. Ausdauer, genau. Zack, spür die Keulen. Sind wir jetzt hier oben lang oder unten? Ne, wir sind unten lang. Dann will ich mal hier nochmal kurz gucken. Oh, hier gibt es so viele Wege. Ja, voll geil, aber auch voll krank. Ja. Oh, das hätten wir mal vorher sehen müssen. Na toll.
Ich habe mich schon gewundert. So, aber ich darf mich noch nicht dran setzen, sonst ist auch unser Lothring-Freund wieder ja, richtig. Resettet. Ach so, das ist erst, also nicht wenn du es aktivierst, sondern. Ah, verstehe. Aber sobald es entzündet ist, kann man es auch als Reisepunkt verwenden. Mhm, okay. Darauf kommt es an. Also müssen wir schon nicht mehr ganz so weit rein. Diesmal direkt an. Die Schattenkämpfer sind weg. So. Hör mal. Was war hier nochmal? Hier nochmal einer? Ja, ja. Ah ja, okay. Was? Macht nix. Ey. Ist das schlimm? Was ist denn jetzt? Na, weil wir offline gegangen sind. Ach so. Nein. Gut, dass du an das Feuer gegangen bist. Hammerhart. Du bist im Moment offline. Ja, dann machen wir es halt. Mal gucken, wo er uns jetzt rausschmeißt. Ja, richtig. Wo sind wir denn überhaupt? Kannst ja rausschneiden, wenn nötig. Alles ist gut. Es gehört dazu, Leute. Ihr wisst, ihr kennt es immer. Das ist das Leben. Manchmal ist man halt einfach offline im Leben. Ja, das ist auch mal gut. Richtig. Kann ich nur jedem wieder ans Herz legen. Einfach mal die Klötze ausschalten. Ach, guck mal, ist das nicht super? Ich liebe dieses permanente Speichern. Ja. Sozusagen. So, hier kann nämlich einer hoch. Siehst du es? Mhm. Ach, der hat einfach auf beide eingestochen. Jo, die wollte ich überhaupt nicht. Da kommt noch einer. Oh, jetzt wird's schwer. Ey, die beiden sind doch diese aufeinander hocken. Wie ist das? Ja. Stirb. Oh, das hat er dich fast gebackstabbt. Könnt ihr dich auch backstabben? Nee, also andere Spieler, ja. Ah ja. Guck dir mal die an. Die haben sich lieb. Die haben einfach eine Todespyramide gebaut. Ah ja. Ach, das meinst du? Da, genau. Schnell den Gegenstand. Brandbombe und das Ding. Und jetzt, glaube ich, zurück. Ach nee! Hau ab! Oh, schnell da runter. Jo, jo, jo. Er rastet komplett aus. Oh, er zerlegt das Ganze. Oh. Hier hoch. Ich sehe nichts. Oh, da hinten ist er. Das Wabertier. Mann, ey. Das ist ja übel. Pfeil und Bogen? Ach, können wir ja nicht. Noch nicht. Schade. Ich hab doch Bömmchen, ne? Ah ja, genau. Die könntest du die. Also kann man damit zielen oder ist das, je länger man drauf bleibt und. Das muss man so ein bisschen by doing. Ja. Boah. Aber halt jetzt auch. Aber es scheint ihn echt teils zu gehen. Ja. Verdammt, aber mir auch. Ja. Schnell. Ja. Kann man auch sich mal herbewegen würde. Könnte man auch von hier oben werfen? Nee. Nee, das ist zu weit. Zu weit. Hm. Aber er hat schon nur noch unter der Hälfte. Das. Und das. Und noch ein. Und die auch noch. Und Brandbomben-Orgie. Barbecue. Gab sogar einen Gegenstand. Schön. Glut und Scherbe. Mhm. Tja. Das Dach ist bereinigt. Das ist so ein geiler Lizard. Ach hier. Der Ur-Lizard. Die geben immer seltene. Ja. Seltene Scherben. Schärfste. Sehr schön. Aber die hauen ganz schnell ab. Kruder Edelstein. Das weiß nicht, naja, so wenigstens was. Vergiss den Gegenstand nicht rechts. War noch ein Gegenstand. Wo denn? Ach ja, klar. Mhm. Sehr gut. Eine große Seele. Mhm. Da unten, ach, oh. Der erinnert mich an den ersten großen Gegner bei Bloodborne. Mhm. Weißt du, der gleich um die Ecke war. Stimmt. Naja, aber ich habe jetzt so viele Seelen. Mhm. Ich drehe jetzt erstmal den taktischen Rücken. Das ist eine gute Idee. Vermutlich ist auch genau dieser Zombie hier dann auch nur nicht einmalig, mehr da. Ja, genau. Denke ich nämlich richtig. Auch. Hoffentlich. Wäre fair, fände ich cool, aber ja. Man weiß ja bei Dark Souls nie. Dark Souls ist nicht so fair. Dark Souls ist ein Arschloch. So. Da geht's auch noch runter. Haben wir noch ein paar Minuten? Wir haben noch 5 Minuten, wenn du. Naja, oder beziehungsweise 6 Minuten. Ja, ich gucke. Das ist auch noch ein größerer. Ja, das ist okay. Wenn es nur einer ist, ist das ja. Okay. Backstabbe ihn. Ja, so Backsmash. Smash ihm sein Kreuz weg. Oh, cool. Hat genau gepasst. Ja.
Oh, toll, die einen kriegst du von der einen Seite nicht auf. Sieht aus wie ein Schrein oder ein Hebel. Ich glaube, ein Hebel, ja. Okay. Weil wir in dem ganzen Raum gucken, da gibt es auch nur eine Lampe und die liegt da hinten auf dem Boden. Ja, da hinten. Ja. Wo man gerade so die Leiter sieht. Oh, da ist noch einer. Ja. Ist das hier was zum Explodieren? Nee. Nee. Der wirft aber was. Oh, Affe. Fies. Vielleicht. Ah, nee, genau. Das wäre jetzt fies gewesen, wenn er wirft. Cool, Messer. Und hier explodiert das Volk dann, weißt du? Ja, ja, das wäre richtig krank, richtig Kamikaze. Ja. Ich höre schon wieder weniger. Er hat sich glücklicherweise erst den Fenstern gewidmet. Genau. Och, schön, traurig. Och, hier kommt nie wer vorbei. Ja, noch ein paar geile Wurfmesser. Oh, das ist ein Dolch. Mhm. Guck mal, aber der wird uns nicht helfen, glaube ich. Kann man denn theoretisch, kann man eh nicht verwenden. Also nützt das was, statt dem Schild noch eine zweite Waffe? Gibt es das auch? Na klar. Auch? Ah, ja. Ist aber meistens was für Geschicklichkeit. Fanatiker. Ja. Aber ich muss sagen, Schild ist schon echt wichtig. Mhm. Ich bin da nicht, ich habe das mal bei Dark Souls 2 so aus Gag mal gemacht, das ist auch ganz cool, aber gegen Endgegner kommst du damit nicht weit. Mhm. Guck mal, hier ist jemand eingesperrt. Mhm. Tipp, aber es ist natürlich verschlossen, ist ja auch versperrt. Ja, ich sehe es doch. Haut drauf! So viel verschlossen. Der Schlüssel ist bestimmt in dem Fass neben der, neben der Tür. Wieder zugemauert. Naja. Dann geht es ja sowieso nicht weiter. Genau. Sondern aber nur, den müssen wir uns merken, den müssen wir bestimmt mal befreien. Vielleicht kommt er dann auch irgendwie in unsere Basis. Es geht nur über die Dächer weiter. Da ist ein Schild an der Wand, das kann man leider nicht nehmen. Nee. Gewehr. Noch ein paar Messer und so. Ja, genau. Alles, eigentlich alles da, ne? Ja, genau, wir müssen sie nur abräumen. Fackeln hängen ja auch rum. Aber wir müssen uns natürlich alles kaufen. Oder hier, so eine schöne Laterne, gell? Voll praktisch wäre das. Müssten wir nur eine einzige kaufen. Naja. Dann ist das halt so. Ich habe schon die Orientierung verloren. Es wird einem nichts geschenkt. Ja, das ist ja natürlich auch gehört dazu. Es gibt keine Karte, ne? Ja, richtig. Ach, hier hoch war das und dann... Da war der Ritter, genau. Rechts um die Ecke. Genau, und hier ist dann unser neuer, schöner Ach, Spot. Ach, genau. Unser Leuchtfeuer-Spot. Aber vielleicht ist hier auch nochmal ein Weg. Ne, hier ist wieder verschüttet. Verrümpelt aus. Hier ist noch ein Gegenstand. Eine schöne Scherbe. Da ist unser Drachenfreund. Mhm. Sehr gut. Schön. Oh, Hilfe. Ach genau, das erste war die Mauer und das ist jetzt die Truhe. Mhm. Aber 20.000 Seelen kostet doch irgendein Schlüssel, aber ich glaube, der kann uns echt weiterhelfen. Geht der nur einmal? Nee, da stand doch eben irgendwas, er stand doch bei dem Schlüssel irgendwas mit dem hinterm Turm. Mhm. Das könnte das ja sein. Ach, du nimmst sie gleich alle, genau. 600. Haben wir noch welche? No. Wow. Fast 5400 Seelen. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Genau. Ja, da kannst du immer zurückkehren zum Leuchtfeuer, aber du verlierst dafür die Seelen wahrscheinlich, oder? Nee. Ach nee, guck mal hier, weißer Ring, Shades, Verbindung zu anderen. Und das ist da, da verliert man die Seelen, genau. Ah ja, okay. Weil es mir jetzt sagt, Mensch, der Pizzamann hat geklingelt. Ich muss jetzt dringend hin. Die vielleicht mal irgendeine coole andere Waffe sind. Oh, hier ist wieder Turmschlüssel. Genau. Hinter dem Schrein baufälliger Turm. Nee, das ist wahrscheinlich hier. Also nicht das, was wir da brauchen. Das Kurzschwert hat ein bisschen weniger, aber es ist halt ein Schwert. Mhm. Statt. Ist vielleicht ein bisschen schneller. Ja. Was ist das links unten? Also da, so, nee, eins hoch? So. Talisman. Das ist auch zum Zauber, wie die Glocke. Ah, okay. Ah, okay. Hat aber ich glaube, wir bleiben erst auf ja, der Kreide. Das ist ganz gut. Die Salami hilft uns. Aber ich habe jetzt einfach mal eine Fackel, einfach um sie zu haben. Mhm. Okay, nicht, dass wir zwischendurch mal im Dunkeln klappen. Richtig. So, aber ich werde auf jeden Fall uns nochmal aufwerten. Das ist eine gute Idee. Nee, nicht bei ihm. Wo ist sie denn? Ach hier. Die Schnecke. Immer mal woanders. Mhm. Zu Hause ist das jetzt schon für uns. Mhm. Sieht ein bisschen ungemütlich aus, aber. So, Belastbarkeit, Kondition,
Stärke brauchen wir in ein Schild richtig übel, ne? Ja. So. Und dann sind wir schon verbessert. Echt besser dran. Sehr gut. Müsste ja jetzt auch unsere Energieleiste noch ein Stück gestiegen sein, oder? Ja. Ja. Ist er auch. Unmerklich, aber. Vielleicht noch beim Schnied mal, weil so eine Popelscherbe können wir ruhig mal auch verwenden. Also für die Keule, oder was? Ja. Oder auch für Rüstung, obwohl, nee, da lieber noch nicht. Mhm. Wenn die Ausrüstung reparieren, hast du ja auch, falls mal was ganz zerbrochen sein soll. Ja. Aber ist ja bei uns nicht der Fall. Wie kann das passieren, wenn man jetzt immer trotzdem an repariert wird an der? Nee, wenn es auf null ist, kann es nicht mehr durch die Feuer. So. Darf es also möglichst nicht auf null fallen lassen. Okay. Guck mal, wir haben 108 plus 12 macht ja 120. Wie kosten das? 220. Okay. Keule plus 1. Ach, das kostet nochmal Seelen und zusätzlich. Wo steht das nochmal, was man braucht für Objekte? Ach, Titanscherbe, links. Links ach, vier, steht. Ach, vier braucht man dann. Vier und wir haben eine. Früher war es immer eine, aber es ist auch mal nett, dass man sieht, wie viele man aktuell hat. Man kann ja gar nicht mehr. Kannst du nochmal, genau, da oben steht noch, ist das eine Spezialfähigkeit, das dritte von oben, da wo Schildspalter steht? Durchstechen? Ja. Ah ja. Weil da hätten wir ja auch Kriegsschrei. Ach, das ist hier diese genau. Fähigkeit. Genau. Richtig, das ist. Ah, wenn verstehe. Man die Waffen doppelt hält. Ja, genau. Wo war das? Das ist schwerer Angriff gewesen, glaube ich. L2. Ja, das hat man mehr Power. Mehr kann ich ja auch zurück darin wechseln, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ach siehste, das hätte man ja auch mal bei dem einen richtig. Boss nutzen können. Mhm. Ja, es gibt so viel, an das man denken muss. Genau, aber wirklich. Dark Souls ist nun mal ein Spiel, das sehr, sehr komplex ist. Ja, und es wird uns noch lange fesseln. Das Prinzip ist einfach, aber es ist unheimlich tiefgründig. Stimmt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Jawohl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.